Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer nächsten Kinder-Yoga-Einheit. In Teil 1 haben wir die Müllmonster durch die Stadt gejagt. Und heute geht es darum, dass wir euch Tipps geben, dir Tipps geben, wie du all diesen Müll gar nicht erst entstehen lassen kannst. Wie das geht, willst du wissen? Was meint ihr? Klar, das geht nur mit Superkräften. Und diese Superkräfte haben nicht nur wir. Nein, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch du Superkräfte hast. Ja. Komm auf deine Matte in einen ganz entspannten, bequemen, gekreuzten Sitz. Ich werde dir zeigen, welche Superkräfte in dir stecken. Du sitzt ganz gerade, leg deine Hände auf deine Oberschenkel und dann schließ deine Augen. Stell dir vor, dass die Luft um dich umgeben ist mit Superkräften. Dass die Luft, die du einatmest, Superkräfte beinhaltet. Und du mit jeder Einatmung diese Superkraft aufnimmst. Die Superkraft sich dann in deinem Körper verteilt und du sie mit der Ausatmung auch um deinen ganzen Körper schicken kannst, sodass die Superkraft deinen Körper umhüllt. Atme gemeinsam mit mir durch die Nase ganz tief ein. Stell dir vor, wie du all diese Superkraft in dir aufnimmst. Und nun öffne den Mund und umhülle deinen Körper mit dieser magischen Kraft. Einatmen über die Nase. Und aus über den Mund. Ein letztes Mal. Atme ganz tief ein. Nimm ganz viel Superkraft auf. Und dann atme ganz langsam über den Mund aus. Wunderbar. Öffne langsam deine Augen wieder. Na, wie fühlt es sich an, Superkräfte zu haben? Ganz schön gut, oder? So, was meint ihr? Was braucht ein Superheld noch, abgesehen von Superkräften? Klar, ein Cape. Hast du ein Superhelden-Cape? Jetzt gerade parat? Nee? Ich auch nicht. Lasst uns gucken, ob wir eins finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo eins auftreiben können. So, bleib in deinem gekreuzten Sitz und nun atme ein. Nimm die Arme über die Seite nach oben. Strömt, ich werde ganz lang. Und mit der Ausatmung dreh dich auf deine rechte Seite, sodass deine rechte Hand hinter deinem Gesäß landet und deine linke Hand auf deinem rechten Oberschenkel. Schaff nochmal viel Länge in deinem Rücken mit der Einatmung und mit der Ausatmung schau über die rechte Schulter nach hinten und guck mal, ob du da irgendwo ein Superhelden-Cape findest. Komm langsam zurück in die Mitte, atme ein, nimm die Arme über die Seite und ausatmen, wir drehen uns nach links. Werde noch einmal lang einatmen und nun schau mit der Ausatmung über die linke Schulter, ob dort irgendwo ein Cape versteckt ist. Einatmen, komm zurück in die Mitte, noch einmal sträub dich ganz weit und mit der Ausatmung nimm die Hände, die Arme zurück nach unten. Atme ein, komm langsam nach oben zum Stehen, bau dich Wirbel für Wirbel auf. Und jetzt, da, 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 zack, an mit dem Cape.
Liebe Kinder, wir sind bereit für Superhelden-Taten. So, unsere Superheldenreise beginnt, na klar, wie soll es anders sein, vor dem alten Schloss in Stuttgart. Das kennt ihr nicht? Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich zeige es euch. Komm mit den Füßen an den unteren Rand der Matte und dann bring deine Hände auf den Boden. Lauf mit den Händen weit nach vorne, sodass die Hände ungefähr schulterbreit voneinander entfernt sind. Lass den Rücken ganz lang werden und dann schieb dein Popo weit nach oben Richtung Decke. Das, meine Lieben, ist das alte Schloss. Ihr wisst, was ich meine. Bring deine Knie nach unten und jetzt schaut euch mal ein bisschen um hier am alten Schloss. Es ist sehr schön hier. Ich liebe das alte Schloss. Aber fällt euch auf, dass es leider auch hier, dort und dort und dort, kleine Dinge auf dem Boden gibt. Ein bisschen Müll, der hier eigentlich nicht hingehört. Leider ist das ganz oft so. Ich glaube, es ist die Zeit gekommen für Tipp Nummer 1. Komm zum Stehen. Und jetzt mach mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach vorne. Winkel dein linkes Bein an, lass dein rechtes Bein gestreckt und bring den Fuß parallel zum unteren Mattenrand. Atme tief ein, schau nach vorne, streck die Arme, lass die Schulter nach unten sinken und nimm die Schulterblätter hinter dem Rücken zusammen. Ein wahrer Superheld kann jetzt hier einen wunderbaren Tipp geben. Einen Tipp, der uns hilft, in Zukunft diesen Müll um das alte Schloss zu vermeiden. So, streck dich nochmal richtig schön in die Länge, atme ein. Und mit der Ausatmung komm mit dem Oberkörper, mit den Armen weit nach vorne. Schnapp diesen Müll vor dir auf dem Boden. Oh, ich sehe, es ist ein Papiermüll. Streck ihn weit nach oben Richtung Decke. Und dann wirf ihn dorthin, wo er hingehört. In die Papiertonne. Zack. Wunderbar. Bereit für die nächste Heldentat, drehen wir uns einmal auf die andere Seite. Dein rechtes Bein ist angewinkelt, das linke Bein gestreckt. Schieb die Arme weit nach oben, fixier den Müll, den wir jetzt gleich aufsammeln. Ganz lang und ganz stolz strecken wir uns langsam nach vorne mit der Einatmung. Wir greifen diesen Müll, dieses Mal ein Plastikmüll, und kommen zurück in eine aufrechte Position. Dieser Plastikmüll muss in eine Plastikmülltonne. Bam, weg damit. Wunderbar. So, Tipp Nummer 1 ist, werfe den Müll dorthin, wohin gehört. In die Tonne. Papiermüll in die Papiertonne. Und Plastikmüll in die Plastiktonne. Nach Tipp Nummer 1 ist es ganz klar, dass wir Superhelden uns auch weiterhin in der Stadt bewegen und schauen, wo wir sonst noch gute Tipps geben können. So, komm nochmal an den unteren Rand der Matte. Mach mit links einen großen Schritt nach vorne. Verlager dein Gewicht auf deinen linken Fuß. Und Achtung, es wird ein bisschen wackelig. Schieb deinen linken Arm weit nach oben. Und dann lass deinen rechten Fuß vom Boden sich lösen. Komm in eine wahre Superheldenposition. Wir fliegen über die Stadt auf der Suche nach Möglichkeiten, clevere Tipps zu geben. Da-da-da-da! Da-da-da-da! Noch ein bisschen weiter wird geflogen. So, wir wechseln die Seite. Dieses Mal steht ein rechtes Bein vorne. Einatmen, rechter Arm nach oben. Ausatmen, sink nach vorne. Löse dein linkes Bein vom Boden. Und erneut geht es los über Stuttgart. Oh, was sehe ich da von oben? Komm zurück zum Stehen. Habt ihr das gesehen? Nein? Wir sind direkt über einen Supermarkt geflogen und jetzt vor dem Supermarkt gelandet.
Und was sehen wir da? In diesem Supermarkt und auch vor dem Supermarkt ist alles voller Plastikmüll. Warum denn das? Im Supermarkt gibt es Bananen in Plastik, Brot in Plastik, Joghurt in Plastik, Nudeln in Plastik und so weiter und so fort. Alles ist voller Plastik. Das ist nicht so gut, glaube ich. Es ist also Zeit für Superhelden-Tipp Nummer 2. Komm auf den Bauch zum Liegen. Ich zeige euch, was wir anstelle dieses Plastikmülls hier tun können. So, komm auf den Bauch zum Liegen, leg auch deinen Fußrücken ab und dann stell deine Hände neben der Brust ab. Winkle deine Beine an. Greif mit den Händen deinen Fußrücken oder dein Fußgelenk. Und jetzt, ihr Lieben, atme tief ein. Lass erneut deine Brust sich vom Boden lösen. Lass deine Oberschenkel, deine Knie sich vom Boden lösen und die Füße schieb weit nach hinten und oben. Das ist die Möglichkeit, Müll zu vermeiden. Wir können, so wie wir gerade hier aussehen, eine Schale, ein Glas, irgendein Gefäß in den Supermarkt mitnehmen und so unsere Lebensmittel transportieren. Das ist ganz schön clever. Denn so können wir viel Müll vermeiden. Ja. Kaum haben wir im Supermarkt einen guten Tipp abgegeben, gehen wir raus auf die Straße und merken, die Straße ist voller Müllmonster. Um Himmels Willen. Warum wollt ihr wissen? Na klar, Müllmonster lieben Abgase. Und wenn viele Autos auf der Straße unterwegs sind, gibt es viele Abgase. Wir müssen unbedingt dagegen vorgehen. Damit wären wir bei Tipp Nummer 3. Komm erneut auf deine Matte zu liegen. Dieses Mal auf den Rücken. Denn wisst ihr, was die Müllmonster gar nicht mögen? Ja, Fahrradfahren. So, streck deine Beine nach oben und dann fang an zu radeln, was das Zeug hält. Müllmonster sind so gar keine Radfahrer. Wir wollen in Zukunft aber viel mehr Radfahren und das Auto mal stehen lassen. Denn nur so werden, und jetzt wechsle gerne mal die Richtung, nur so werden einige Müllmonster in Zukunft nicht mehr auf unserer Straße rumtanzen. Bye, bye, Müllmonster. So, ihr seht, es gibt viele tolle Möglichkeiten, gegen die Müllmonster vorzugehen und Müll zu vermeiden. Das Gute daran, es hilft uns allen. Und es ist so einfach. So, vielleicht kannst du all diese Tipps auch in Zukunft selbst anwenden und dazu beitragen, dass unsere Welt eine gesündere und saubere Welt wird. Ich würde mich sehr freuen und danke dir schon jetzt für deine Unterstützung. Vielen Dank fürs Mitmachen, du Superheld. Namaste. Oh, eine Frage habe ich denn noch. Wer kann denn abgesehen von uns Superhelden noch so fliegen? Na? Die kleine Hexe. Ja, die kleine Hexe kommt im Herbst nach Stuttgart zur großen Mitmachausstellung ins Kindermuseum Junges Schloss. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ich freue mich schon jetzt drauf. Bis dann. Tschüss.